Herzlich willkommen, lieber Zuhörer, zum Integration ABC mit Adam Kivon und Jasmin Bohm. Und ja, jetzt sind wir beim Buchstaben I angelangt. Das I steht für Inventarisierung. Ja, dann leg mal los, Adam. Warum Inventar? Warum brauchen wir das Ganze? Wofür ist das praktisch und gut? Ja, warum sollten wir inventarisieren, ne? Also was meinen wir damit? Wir meinen einen Katalog, ein Inventar von Schnittstellen. Mittlerweile nennen wir das so mal ganz gerne Interface Asset Management. Quasi die Kenntnis darüber, was wir an Integration so haben in unserer Landschaft. Ja, und das kann man sagen, ja, okay, wissen wir doch, ist doch irgendwie, ne? Meistens ist es aber so bei größeren, komplexeren Unternehmen, dass es halt, ne, ein paar hundert, ein paar tausend Schnittstellen sein können. Und das ist immer gut zu wissen, wer was mit wem für Daten austauscht oder Prozesse ermöglicht, ne, wo wird was automatisiert, ne, welche Schnittstellen haben wir, mit welchem Zweck, ne, einfach nicht nur um zu wissen, was existiert, sondern auch, was können wir gegebenenfalls wiederverwenden, was haben wir schon, was können wir dekommissionieren, also was brauchen wir nicht mehr. Und man kann sich das am Ende so ein bisschen vorstellen wie so eine Art Google Maps für seine Integrationslandschaft, für seine Schnittstellenlandschaft, erstmal nur um zu zeigen, guck mal, da und da ist, keine Ahnung, die und die Straße, ja, die und die Gebäude miteinander verbindet. Und wenn man dann noch ein bisschen was ja damit macht und das Ganze noch vielleicht mit anderen Themen wie Reporting, kommen wir auch noch zu, oder irgendwelchen Prüfungen verknüpft, dann haben wir sowas wie diese Verkehrsdarstellung in Google Maps, ne, dass man dann halt so Use Cases hat für Anwendung, also Anwendungsfälle für diese statischen Informationen, ne, die dann halt doch dynamische Elemente haben, ne, wie Traffic, Volume, Performance und so weiter. Ne. Also aber grundsätzlich inventarisiert. In allem. Genau, ne, also ja. Ein großer Baustein für das Thema Transparenz ist natürlich erstmal das Thema Inventarisieren und ja. Es funktioniert halt einfach nicht, das Ganze manuell zu machen. Ne. Es ist einfach unmöglich, solche Schnittstellenlisten, jeder kennt das, irgendwie manuell vorzuhalten und dafür zu sorgen, dass die halt irgendwie jeder die Disziplin aufbringt, um die halt immer wieder zu aktualisieren und up-to-date zu halten. Das geht nicht. Wir müssen das quasi über einen Discovery-Prozess vollautomatisiert generieren und ein Inventar befüllen und dafür sorgen, dass diese Informationen, ne, immer up to date sind. Deswegen Inventarisierung geht einher mit natürlich automatisierten Prozessen und ist wirklich ein Kerneckpfeiler von Schnittstellenmanagement. Ja, wunderbar. Schnell und kurz zusammengefasst, warum das Ganze wichtig ist. Und damit war es auch für diese Folge mit dem I für Inventarisierung. Danke, dass Sie dabei wart. Vielen Dank für deine Zeit. Macht's gut. Ciao. Ciao.